So, jetzt erkläre ich euch mal schnell, wie ihr diese Fehlermeldungen wegkriegt, die bei der Installation von Battlefield 2, bei Titanfall 2, natürlich nicht Battlefield 2, Titanfall 2 passieren. Ist eigentlich ganz einfach. Wenn ihr diese VC Restributable oder DirectX Fehler kriegt, geht ihr auf den Folder, euren Origin Folder, wo Titanfall 2 installiert wurde. Diesen Ordner gibt es dann schon, auch wenn ihr nicht weiter installieren könnt. Jetzt geht ihr in den Ordner Installer, erst in den Folder DirectX, dort in Redist, also Redistribution, da ist unheimlich viel an Dateien und da führt ihr die DirectX, also DX Setup aus. Da kommt dann meistens keine weitere Fehlermeldung oder irgendwas. Das gleiche macht ihr in dem Ordner Update 4, Redist. Und hier, wenn ihr das aufruft, ich kann es jetzt nicht machen, weil ich es heute Morgen schon gemacht habe, kommt dann Repair. Wenn ihr diese beiden Sachen ausgeführt habt, wenn bei beiden gekommen ist, hey, alles war erfolgreich, startet Origin neu und ihr könnt installieren. Wichtig, was dann ganz oft passiert ist, dass ihr nicht spielen könnt. Ihr müsst nach der Installation nochmal Origin zumachen, neu starten, also Origin neu starten und dann Spiel aktualisieren drücken. Bei mir kam dann nochmal ein Download, obwohl er mir vorher gesagt hatte, alles ist in Ordnung, nochmal ein Download von ungefähr 16 GB. Aber wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr es spielen. Bei mir war es kein Problem. Wie ich in meinem anderen Video schon gesagt habe, wenn ihr Avast als Virenscanner benutzt, solltet ihr Avast während Download und Installation sowieso deaktivieren. Dabei natürlich nicht im Netz surfen, damit ihr nicht gefährdet seid. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen und ihr könnt Titanfall 2 jetzt auch spielen und man sieht sich auf dem Schlachtfeld. Bis dann!